So, ich darf wieder um ein bisschen Ruhe bitten. Genau, alle, die woanders hin wollen, jetzt aber flott. Die Sessions starten jetzt, also überall gehen die Sessions jetzt los. Hier auf der Mainstage startet jetzt auch die erste Session für heute. Neben mir steht er schon, Dr. Stefan Barth, macht jetzt auf der Mainstage den Anfang. Er war Berater, Startup-Mitbegründer, Mitglied der Geschäftsleitung eines Tech-DAX-Unternehmens und auch Einzelunternehmer und noch ein paar mehr Sachen, die erzählt er vielleicht in seinem Vortrag. Erst war er in einer klassischen Führung unterwegs und dann ist er Step by Step immer mehr in die Agilität gekommen und unter dem Titel Opferreduktion in der agilen Transformation hält er heute hier seinen Vortrag. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Barth. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Ja, es ist nicht so leicht, an die Performance, die wir gerade hier eben gesehen haben, anzuschließen. Das war wirklich großartig. Aber inhaltlich passt das, glaube ich, sehr, sehr gut, was ich jetzt euch erzählen werde, zu dem, was uns in der Keynote gesagt wurde. Weil jetzt gehe ich sozusagen auf die Ebene drüber, auf das mittlere Management, was dann häufig doch ein Problem darstellt, auch für den engagierten Scrum Master. Das Bild, was ich so ein bisschen entwerfen möchte, das geht so in die Richtung, wie kann man diesen Menschen helfen, wenn von ihnen gefordert wird, agil zu arbeiten? Wie ist es möglich, diese Kurve zu bekommen? Und was sieht man, wenn man feststellt, was sieht man in der Organisation, wenn man feststellt, da gibt es offensichtlich noch Probleme? Vielleicht noch zwei Sätze zu mir. Stefan Barth ist mein Name, ich bin von der Quest Digital AG, bin da Vorstand. Wir hießen vorher Tarent, vielleicht kennt der eine oder andere das Unternehmen, Quest Digital kennt noch keiner, weil die gibt es erst seit September. Wir sind so 400 Menschen, Softwareentwicklungsdienstleister, agile Organisationsentwicklung machen wir auch, aber in der Softwareentwicklung ist eigentlich unsere Wertschöpfung und Produktberatung machen wir. Wir betrachten das als ganzheitliches Thema. Das ist so ein bisschen die Herkunft und wir sind selber auch sehr engagiert, schon seit 10 Jahren unsere Organisation agil aufzustellen, sodass meine Erfahrungen so aus beiden Welten kommen. Einmal sozusagen aus der Formung der eigenen Organisation und aus der Begleitung von Kundenszenarien. So, worum geht's? Was ist eigentlich die Herausforderung, der das mittlere Management gegenübersteht in der agilen Transformation? Also ich habe das hier mal versucht mit so einem Sandwich-Bild darzustellen. Oben ist das Top-Management, was im Zweifelsfall die Entscheidung fällt, gerade wenn man auf IT-Organisationen blickt, aus so einer Stresssituation heraus, das läuft jetzt nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, ne? Da wird nicht so delivered, wie wir das gerne hätten. Wenn die Fachseite abgetrennt ist davon, passiert das nochmal umso häufiger, weil die halt Druck aufbaut und die Features kommen nicht schnell genug aus der IT-Organisation raus. Dann wird irgendwo auf einer oberen Ebene die Entscheidung gefällt, so, jetzt machen wir das in agil. Ich habe gehört und gelesen, dass das gut ist. Sind wir auch wieder bei dem Thema Auftragsklärung. Warum macht man das überhaupt? Und das mittlere Management bekommt eigentlich mehr oder weniger den Auftrag, das jetzt mal umzusetzen. Das heißt, Teams zu organisieren, die dann in der Lage sind, agil zu arbeiten. Und was das mit dem mittleren Management selber macht, ist häufig, glaube ich, auf der obersten Ebene nicht so richtig klar. Und was es mit den Teams macht, auch nicht. Aber das ist ja auch schon wieder zu weit unten. Ne? Wenn man jetzt so aus Geschäftsführungsebene da drauf schaut, ist das sozusagen ja die Ölwanne der Organisation. Im Kern bedeutet das, da möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber wenn wir über Agilität sprechen, agile Transformation, jetzt ohne den Sinn und Zweck in der jeweilig spezifischen Organisation aufgreifen zu wollen, weil das halt wirklich eine Sinnfrage ist, die jede Organisation für sich selber fällen muss. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man in irgendeiner Weise schnell veränderungsfähig sein möchte. Und die Idee hinter der Agilität ist, dass ich das durch so ein eher zellulares System mit selbstorganisierten Teams mache. Das heißt, am Ende reden wir über Selbstorganisation. Und das beinhaltet, dass das Team seine Arbeitsweise selbst bestimmt. Es besteht eine Governance und eine Zielorientierung. Man arbeitet selbstreflektiert und iterativ. Und man ist wertstromorientiert. So, und eigentlich ist der Auftrag an das mittlere Management, schaffe eine Organisation, die genauso funktioniert. Wo solche Teams beginnen, Wert zu schöpfen, zu delivern. Und das erfordert wirklich nahezu zwangsläufig ein verändertes Führungsverhalten, um den Rahmen zu setzen, in dem die Teams tatsächlich agieren können. Ich habe das mal hier so aufgesplittert in 3 Dimensionen, Kommunikation, Planung, Verbindlichkeit und Führung. Auf der Kommunikationsebene ist es ja so, tatsächlich
Ich habe hier auf der rechten Seite habe ich so ein bisschen das Bild entworfen, wie das in einer klassischen Organisation in aller Regel gelebt wird. Und es wird nicht nur so gelebt, sondern die Art, es so zu leben, ist häufig auch ein Erfolgsfaktor in einer klassischen Organisation. Wenn ich stark darin bin, aufgabenorientiert Wissen zu verteilen, Fehler zu vermeiden, im Zweifelsfall auch mit so Cover-Your-Ass-Strategien, abteilungsorientiert zu denken, festige ich meine Position. In einer agilen Organisation muss ich lösungsorientiert denken, Offenheit für Fehler zeigen, ich muss transparent sein. Auf der Planungsebene der klassischen Organisation, da ist man ja fest davon überzeugt, dass man die Zukunft auch vorhersagen kann. Deswegen macht man sich ja so viel Mühe, komplexe Pläne aufzustellen. Das folgt einem analytischen Ansatz. In der agilen Welt, das wisst ihr, eher empirischen Ansätzen. Controlling ist eine Kontrollfunktion. Controlling, Transparenz in Zahlen, KPIs ist eher etwas, was als Unterstützung dient in der Überprüfung, ob ich wirklich in der Lage bin, zu delivern in der agilen Organisation und wo ich Prozesse habe, die halt starr sind, die nicht beweglich sind, arbeite ich in der agilen Organisation mit Leitplanken anstelle von Prozessen. Und auf der Führungsebene haben wir hier auf der einen Seite Delegation und Kontrolle, fachliche Anleitung, oben sticht unten und Aktionär, da erzähle ich gleich noch was zu. Und auf der agilen Seite reden wir eher von einem Coaching, von einer fachlichen, methodischen Beratung. Man ist als Führungskraft vielleicht auch ein echter Fachexperte. Die Kompetenzen müssen ja für die Organisation nicht verloren gehen. Man verpflichtet sich gemeinschaftlich auf Regeln. Es ist nicht so, dass die Regeln, die man für die Organisation formuliert, für das Management gerade mal nicht gelten. Ich hatte jetzt neulich eine sehr interessante Diskussion mit einem Kollegen aus der Gruppe, also wir haben uns umbenannt von Tarent in Quest, weil wir Teil einer Gruppe geworden sind. Und in der Gruppe geht es jetzt darum, ein Remote-Work-Konzept zu entwickeln. Und da stellte sich dann die Frage, erlauben wir Arbeiten aus dem europäischen Ausland? Bei uns in der Organisation ist das so, das werden wir auch so beibehalten. Und die anderen fragten sich, wollen wir das auch? Und dann kam so ein bisschen die Reaktion auf, ja, vielleicht schon. Und dann aber gilt es dann auch für die Geschäftsführung oder nur für die Mitarbeiter oder für die Mitarbeiter nicht und für die Geschäftsführung dann schon, weil ich weiß zufälligerweise, dass der ein oder andere Geschäftsführer gerne mal aus dem Ausland arbeitet, es dann zu verbieten, ist halt völlig inkonsequent. Sowas darf man nicht machen. Damit macht man sich als in einer solchen Organisation, wenn man eine agile Organisation anstrebt, völlig unglaubwürdig. Und zum Thema Aktionär und Teil des Teams, auch dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war vor ein paar Jahren mal Teil eines Transformationsprojekts, wo wir Safe eingeführt haben in einer Entwicklungsorganisation. Da war ich interimsweise Release Train Engineer. Das zweite BI-Planning ging voll in die Hose. Die Teams haben sich total untercommitted. Und der Grund dafür war, dass der Geschäftsführer am Anfang wollte er eine motivierende Rede halten, die halt fern von motivierend war. Der hat so ziemlich das letzte Inkrement runtergeputzt, hat gesagt, 20% mehr gehen doch immer. Das hat die ganze Laune im Saal dann für den eigentlichen Planungsvorgang kaputt gemacht. Und ich habe ihn dann nachher damit konfrontiert, dass das so überhaupt keinen Wert stiftet in der Organisation. Und er meint dann zu mir, er wäre ja Aktionär. Er schöpft den Wert dieser Organisation ab. Das ist sein Bild als Geschäftsführer auf die Organisation. Das sagt ja eine Menge darüber aus, inwieweit er sich als Teil des Teams betrachtet, nämlich gar nicht. Er ist damit auch nicht Teil eines Problems, wenn was nicht funktioniert. Das ist in der agilen Organisation entschieden anders. Und hier reden wir wirklich über Weltbild und Haltung, die sich halt deutlich verändern muss für den mittleren Manager und im Zweifelsfall auch für das Top-Management. Des Weiteren gibt es ein wirklich differenzierteres Bild auf Führung. Wenn ihr hier diese linke Liste seht, das sind alles so Verantwortlichkeiten, die man so einer Führungskraft in der klassischen Organisation zuordnet. Also das ist eigentlich völlig unabhängig davon, ob er jetzt im Finanzbereich, im IT-Bereich oder irgendwo sonst in der Organisation tätig ist. Und das lässt sich halt aufsplitten, das kann man auch nochmal anders clustern, als ich das jetzt hier gemacht habe. Das ist aber so das Bild, was wir so ein bisschen vor Augen haben. Es gibt Dinge, die sogar wegfallen, weil wenn ich selbstorganisierte Teams habe, dann ist das Thema Arbeitsorganisation nicht mehr so entscheidend. Da geht es dann eher um den Aspekt hier unten, den ich unten hinzugefügt habe in fetten Lettern, Rahmensetzung. Man muss halt den Rahmen setzen für die Arbeitsorganisation. Und dieses differenzierte Führungsverständnis, das muss sich ausprägen im mittleren Management. Und das mittlere Management muss sich auch überlegen, wie ordne ich mich da ein in dem System. Ich will das mal ein bisschen konkreter machen, anhand
sozusagen einer Prognose, wohin sich ein mittlerer Manager entwickeln kann in so einer Konstellation. Wenn das hier, das ist jetzt sehr klein, ihr müsst das auch nicht alles lesen, so die Summen der Aufgaben sind, die ein mittlerer Manager in seiner Funktion sieht. Ich habe jetzt hier differenziert zwischen Leadership und Management. Also das ist hier eher sozusagen Führung im Sinne von Orientierung und das ist hier Arbeitsverwaltung. Ne? Im Deutschen ist das leider immer in dem Begriff des Managements zusammengematscht. Im Englischen finde ich die Differenzierung eigentlich ganz gut. Hier hat man halt sowas wie Sinnstiftung, Räume schaffen, Stakeholder-Management im Leadership-Bereich und da hinten den ganzen Kram, der eigentlich darum geht, mehr oder weniger Arbeiten zu organisieren, Ziele zu setzen, die Menschen fachlich anzuleiten. Das sind alles Teilaspekte, die hier eine Rolle spielen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich entwickle mich weiter in eine agile Organisation hinein als mittlerer Manager und ich habe den Fokus, dass ich eher so auf diese menschlich-disziplinarische Führungsebene komme. Das heißt, Entwicklung von Menschen. Dann sieht das eher so aus. Dann kann es sein, dass ich hier im Sinnstiftungsbereich noch stark bin. Ich schaffe auch Räume, aber hier kommt sogar was dazu. Ne? Ich setze nämlich Leitplanken, Buddy-Management. Idealerweise, also ich stelle mir eine agile Organisation relativ konfliktfrei vor. Da braucht man kein Buddy-Management, da sollte das bessere Argument zählen. Deswegen entfällt das hier sogar. In der Strategie, Themenpriorisierung liegt eigentlich eher in der Ableitung der Strategie. Sorry, in der Strategiegestaltung kann ich als mittlerer Manager durchaus mitwirken, aber Themenpriorisierung ist nicht unbedingt mein Thema. Das ist nämlich dann auf der Ebene darunter, in den Teams, wo das geschehen sollte. Zielerreichung überprüfen, das löst sich eigentlich durch Transparenz, die man idealerweise schafft. Ist es einfach öffentlich, wo man steht. Auf die ganzen Einzelheiten gehe ich jetzt nicht mehr ein, aber vielleicht noch hier, was ganz wegfällt, Recruiting und Organisation der Arbeit. Warum entscheide ich als mittlerer Manager darüber, dass jemand eingestellt wird und in irgendein Team gesetzt wird? Idealerweise entscheidet das Team das selbst. Also in dem Recruiting-Prozess bin ich nicht involviert. Tatsächlich bei uns in der Organisation ich unterschreibe nur noch die Arbeitsverträge, weil ich es muss. Also weil es niemand anders unterschreiben darf, aufgrund der internen Compliance-Regelung, aber ich schaue mir die gar nicht an. Ich bin absolut nicht involviert in irgendeinem Einstellungsverfahren. Teamkultur und Bindung, das ist ganz stark natürlich hier geprägt durch die Selbstorganisation, aber hier unten natürlich unterstütze ich das Team, Werte zu entwickeln und sich Regeln zu geben, ne? Weil ich am Ende womöglich auch mittlerer Manager geworden bin, weil ich genau solche Kompetenzen in mir trage. So, das jetzt so kurz als Überblick darüber, was die Herausforderung in der Entwicklung, in dem Entwicklungspfad ist. Jetzt will ich mal beispielhaft auf Dinge eingehen, sozusagen Muster des Scheiterns, woran man erkennen kann, dass das am Anfang einfach noch nicht so richtig funktioniert. Das sind alles Beispiele, die wirklich aus realen Projektkontexten kommen, zum Teil auch aus unserer eigenen Organisation im Zuge unserer Transformationsbemühungen in den letzten 10 Jahren. So, die Führungslücke, damit will ich anfangen. Das Muster, was man da sieht, ist, das Management hat gelernt und verstanden, ich soll mich in bestimmte Themen nicht mehr einmischen. Das ist jetzt Sache der Teams, die ich gerade frisch herausgebildet habe. Das Team nimmt die Verantwortung aber nicht an. Es bleibt so ein luftleerer Raum dazwischen. Und die Erwartungen werden nicht abgesteckt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ein guter Scrum Master hervorragend reinstoßen könnte und sagen könnte, okay, was ist denn eigentlich eure Erwartung, was wir an Verantwortung übernehmen? Wenn das ausbleibt und wenn von oben auch keine Initiative kommt, dann passiert da im Zweifelsfall nicht. Wenn die Initiative von unten nicht kommt, denn in aller Regel haben diese Organisationen zu diesem Zeitpunkt auch noch keine reifen Scrum Master, die dann selbstbewusst losgehen und dem Management erzählen, was sie brauchen, um wirklich Entscheidungen fällen zu können, ist es fast eher sinnvoll zu sagen, okay, lass uns lieber noch mal einen Schritt zurückgehen als mittlerer Manager und die Teams unterstützen, entscheidungsfähig zu werden. Das ist ja ein Prozess. Da stecken so Aspekte drin wie psychologische Sicherheit, ne? dass wenn man eine Entscheidung fällt, die nicht direkt konterkariert wird, wenn man diese Räume lässt als Führungskraft und dann mal eine Entscheidung aus dem Team herauskommt, die einem nicht passt, dann sollte man sie auch nicht direkt umwerfen, ne? Weil damit dreht man die Schraube in einer Art und Weise zurück, dass man die Leute vollständig demotiviert. Aber im Grunde genommen ist wichtig, dass man den Mut hat zu sagen, okay,
wenn es jetzt noch nicht funktioniert, wenn die Verantwortungsannahme in den Teams noch nicht gelingt, dann muss ich die Lücke füllen. Das ist dann Aufgabe des mittleren Managements. Reporting. Reporting ist ja irgendwie böse, ne? Das hat sowas mit Dokumentation zu tun und so. Und in der Wirkung, das habe ich wirklich bei einer Organisation gesehen mit fast 4000 Mitarbeitern, ist es dann so, dass das Management im Blindflug ist. Die können gar keine strategische Planung mehr machen, weil die überhaupt nicht mehr wissen, wo die Organisation steht. Das wurde alles weggekappt, weil das war ja böse. Ne? Und das ist natürlich überhaupt keine Lösung. Ne? Ich habe jetzt zwei Vorschläge gemacht, wie man dem dann Herr werden kann. Das eine ist, und das gehört ja eigentlich zum agilen Arbeiten dazu, dass man transparent ist. Die Schwierigkeit ist nur, dass, die Transparenz immer nur sozusagen auf die Arbeit im Team gesehen wird. Viel entscheidender ist eigentlich, dass man in der Gesamtorganisation sich eine Transparenzkultur herausarbeitet. Und das bedeutet auch, dass das Management transparent ist. Na, denn ansonsten, wenn nur von den Teams verlangt wird, transparent zu sein, dann hat es automatisch den Duktus einer Kontrolle. Wenn beide Seiten transparent sind, das Management auch erklärt und deutlich macht, auf Basis welcher Zahlen, Daten, Fakten sie welche Ideen in die Organisation reingeben, dann entwickelt sich ein ganz anderer Dialog. Dann wird auch eine Basis dafür gelegt, dass die Teams entscheidungsfähiger sind, weil sie viel mehr Kontextwissen haben. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb häufig Management Entscheidungen an sich heranzieht, weil sie sagen, die Teams wissen ja gar nicht das, worauf es wirklich ankommt. Na, ansonsten könnten die Teams ja auch selbst entscheiden. So, und was auch wahnsinnig wichtig ist, aber gut, wir sind hier auf einer Konferenz von einem Unternehmen, was sich sehr gut mit der Atlassian Suite auskennt. Ne? Man braucht einen Kontext, ein System, in dem man relativ aufwandsarm tatsächlich auch Reporting herstellen kann, weil es soll ja kein Waste sein. Ne? Es soll niemand da sitzen und PowerPoint-Folien malen. Das ist nicht unter keinen erdenklichen Umständen damit gemeint. Das ist kein Weg, Transparenz zu schaffen, PowerPoint-Präsentation. PowerPoint-Präsentation ist für mich eine Form der politischen Kommunikation im Unternehmen. Da wird in aller Regel immer mehr geglitzert als Inhalte transportiert. Trennung der Führungsrollen. Ich weiß nicht, kennt einer von euch das Helix-Modell? Habt ihr das schon mal live erlebt? Das ist so ein Ansatz von McKinsey, die sagen, im Schritt 1 einer Transformation trennt direkt die Führungsrollen. Schafft so jemanden, der verantwortlich ist für die Delivery und der andere ist verantwortlich für Methoden, People und Culture. Na, das ist so was wie ein Spotify-Modell, so ein Chapter-Lead. Das wäre dann so diese People, Culture und Methods-Ebene. Und damit wollen die anfangen. Das ist der Anfangspunkt der Transformation. Finde ich hochkritisch, habe ich tatsächlich jetzt schon mehrfach gesehen, wo Leute dieser Idee gefolgt sind, weil das bedeutet nämlich, dass man im Grunde genommen schon verstanden hat, wie sich Führungsrollen differenzieren. In der Praxis sieht man aber, dass die Menschen damit überhaupt nicht klarkommen. Denn wer wird typischerweise in welche Rolle geschoben aus dem mittleren Management heraus? In aller Regel sind die Leute mittlere Manager geworden, weil sie Fachexperten sind. Nicht, weil sie besondere Strahlkraft haben, besonders gut mit Menschen umgehen können. Das heißt, die werden sich dann immer für den Delivery Lead entscheiden. Diese andere Ebene, die genauso wichtig ist, die muss sich dann irgendwie rekrutieren und wird in aller Regel erstmal gar nicht auf Augenhöhe betrachtet von dem ursprünglichen mittleren Management. Da werden Konflikte in einer ganz frühen Phase in die Organisation reingebracht und es werden faktisch Silos gebildet. Der eine, die reden dann gar nicht mehr miteinander. Das habe ich tatsächlich selber schon live erlebt. Das sollte man einfach vermeiden. Wenn das einmal dann passiert ist, dann ist das Kind noch sehr schwer aus dem Brunnen zu holen. Von daher Finger weg davon. Ich finde es gut, die Rollen zu trennen. Das haben wir bei uns auch gemacht. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist kein guter Startpunkt. Oder man überlegt sich eine Form, wie man das sozusagen Schritt um Schritt machen kann. So, Wissensaustausch. Hier in der Keynote haben wir gehört, Ensemble Programming innerhalb des Teams. Ganz, ganz wichtig, genau, Wissenaustausch in den Teams ritualisieren. Was ich halt sehr häufig erlebt habe, dass die Leute sagen, okay, diese COP-Idee ist ja großartig, mal Wissen in der Organisation zu streuen. Die COPs sind nach meinem Verständnis die hohe Kunst einer agilen Organisation, wenn die funktionieren. Denn die setzen voraus, dass
nicht nur auf einer Teamebene, sondern auf einer individuellen Ebene, die Menschen für sich in der Lage sind zu entscheiden, wo stifte ich mehr Wert für die Organisation? Stifte ich gerade mehr Wert für die Organisation, indem ich mich an meine Tastatur setze und programmiere? Oder dass ich in die COP gehe und meinen Wissenshorizont erweitere? Das erfordert auch wieder psychologische Sicherheit. Ne? Da muss man sich sicher sein, dass meine Entscheidung respektiert und geachtet wird. Gleichzeitig brauche ich das Selbstverständnis, dass das Wert stiftet, dass ich mich weiterentwickle in der Organisation. Und das braucht wirklich Zeit, bevor sich in einer größeren Gruppe von Menschen genügend Leute so ausprägen in ihrem Profil, dass sie sich in der Lage sehen, genau diese Entscheidung zu fällen und dann eine COP sozusagen selbst organisiert am Leben zu erhalten. Ich habe immer nur erlebt, die poppen dann auf, dann trifft man sich zweimal, dann bereitet da niemand vor, niemand nach, alle sind sich irgendwie unsicher, dann sterben die Dinger wieder. Ne? Das kann man vielleicht umgehen, wenn man dann irgendjemanden als Treiber für die COP definiert, aus dem mittleren Management heraus. Dann ist das nicht mehr ganz so selbstorganisiert, ne? Und das Einfachere für den Mitarbeiter ist dann im Zweifelsfall der Mitarbeiterin, als Verantwortlichen für seine Mitwirkung der COP diesen Treiber zu benennen. Ne? Damit nimmt man sich selber so ein bisschen aus der Verantwortung raus, solange man sich noch nicht in der Lage sieht, die Verantwortung wirklich zu übernehmen für die Entscheidung. Zu guter Letzt zu den Mustern: Umgang mit Paradoxa. Einer der Gründe, weshalb wir uns mit Agilität beschäftigen, ist ja, dass wir anerkennen, dass wir in so einer Welt der Uneindeutigkeit leben. Und in Uneindeutigkeiten entstehen vor allen Dingen in paradoxen Situationen, in sich widersprüchlichen Situationen. Und was wahnsinnig wichtig ist, wie man damit umgeht innerhalb des Veränderungsprozesses zu einer agilen Transformation, zu einer agilen Organisation hin. Denn wenn man mal beginnt, transparent zu werden und damit die Dinge auch stärker offenlegt, worum es eigentlich geht in den nächsten Entwicklungsschritten der Organisation, dann werden diese Paradoxa sehr, sehr sichtbar. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, der selber erlebt. Wenn ich sage, in einer Organisation, die haben Dutzende von Oracle-Datenbanken on-premise, sagst so, wir gehen jetzt in die Cloud. Ne? Wir wissen noch nicht genau wo, aber in die Cloud. Und diese ganzen Oracle-Admins, die Datenbank-Admins, also eigentlich brauchen wir nicht mehr. Aber das ist ja auch richtig so, wir machen diesen Schritt ja, um unsere Workforce zu reduzieren. So, das ist für den Mitarbeiter eindeutig ein Paradoxon. Ne? Wieso soll ich darauf hinarbeiten, wenn ich meinen eigenen Job verliere? Das kann man natürlich einfach wegdiskutieren, das habe ich nicht wegdiskutieren, sondern wegargumentieren. Für die Organisation ist es doch besser, das. Nur dann zu erwarten, dass die Leute auch motiviert an einem Veränderungsprozess mitwirken, ist halt völlig ausgeschlossen. Das heißt, ich muss diese Sorgen anerkennen, die dadurch entstehen, durch den Prozess, sie thematisieren, sie offenlegen und gemeinsam zu versuchen, das aufzulösen. Und wenn die Konsequenz ist, dass man sagt, liebe Leute, ja, das läuft daraus hinaus, dass wir Personal reduzieren, dann läuft das darauf hinaus, dass Personal reduziert wird. Da ist wenigstens Klarheit da. Ne, und damit können die Leute in aller Regel viel besser umgehen als mit so einem Gewaber, ne, was dann in aller Regel ja typischerweise in klassischen Organisationen Teil der Managementkommunikation ist. So, jetzt habe ich so auf der einen Seite gesagt, was die Herausforderung ist, habe ich gesagt, woran kann man erkennen, wenn es nicht funktioniert? Und jetzt will ich noch ein paar Handreichungen geben, was helfen kann, sich sozusagen in der mittleren Managementrolle zu entwickeln. Und bei uns in der Organisation ist es tatsächlich so, ich würde fast sagen, es hat so um die 6-7 Jahre gedauert, bis sich unsere mittlere Managementschicht diesen Weg durchlaufen hat, den ich euch jetzt gerade gleich zeige. Also das Ziel verstehen, das war ja auch früh schon wieder schon Thema, ist halt wahnsinnig wichtig. Es muss völlig klar sein, warum machen wir das überhaupt? Das ist für jede Organisation womöglich spezifisch anders. Ne? Da gibt es natürlich wiederkehrende Muster, das hatten wir auch schon in der Keynote. Aber das muss halt klar sein und das muss man sich gemeinsam erarbeiten. Eine vertrauensvolle Führungskoalition bilden. Ich weiß nicht, kennt einer von euch noch aus den 80ern das Buch Peopleware von Timothy Lister und Tom DiMarco? Da schreibt er ganz trocken, es gibt keine Management-Teams. Das ist ein Widerspruch in sich.
In einer klassischen Organisation gibt es das nicht, weil die Leute hacken sich immer gegenseitig die Augen aus. Die spielen Politik, die schotten ihre Abteilungen ab, die wollen sich selber promovieren, die suchen eigentlich nicht die konstruktive Zusammenarbeit, die Abteilungen sind typischerweise auch nicht wertstromorientiert und das führt dann auch zu den typischen Problemen, die man so kennt. So, ich selber habe das auch erlebt in der Zeit, wo ich im Konzern gearbeitet habe. Das muss aber sein, ansonsten wird das nicht funktionieren. Die Leute, die da in einem Boot sitzen und diese Transformation vorwärts treiben müssen, aus ihrer Rolle, und sie müssen ja noch nicht mal treiben, aber sie müssen mitmachen. Sie müssen genau die Verantwortung wahrnehmen, die sie haben, die ich ja so ein bisschen umrissen habe in diesem Prozess. Die müssen sich lösen von diesem Selbstschutz gegen die anderen auf derselben Ebene. Und das schaffen sie häufig gar nicht alleine. Also da ist es dringend angeraten, sich vielleicht sogar Hilfe zu holen. Das neue Führungsverhalten ausprägen, das klingt jetzt so ein bisschen lax, ne? Ja, was soll das denn sein? Da will ich gleich ein paar Beispiele zu bringen, was darauf einzahlt. Dann dieses Wechselspiel. Räume kontrolliert öffnen und auch wieder einengen, wenn nötig. Also ich habe das gerade bei uns in der Organisation über die Zeiten erlebt, dass das die Transformationsgeschwindigkeit war immer so ein Pendel. Nee, die Geschwindigkeit war, doch, die war auch immer unterschiedlich schnell, aber eigentlich der Treiber der Transformation war immer so ein Pendel. Es fing beim Management an, also jetzt bei uns in unserem Fall beim Vorstand, und dann pendelte das wieder so in die Organisation rein, dann wurde von dort Druck gemacht, man wollte dann weitere Veränderungen haben, man wollte mehr Spielräume haben, dann wurde man als Management erstmal wieder nervös, musste reagieren, dann schwang das wieder in unsere Richtung und genau dieses Austarieren, das muss im Grunde genommen durch das mittlere Management geschehen. Man muss sich als Teil des Teams verstehen, ganz im Gegensatz zu diesem Aktionärsbild, was ich von vornherein am Anfang dargestellt habe. Und man muss die eigene Rolle finden. Die eigene Rolle finden kann dann aber auch bedeuten, eben nicht mehr das zu tun, was man vorher gemacht hat. Das ist Teil dieses Veränderungsprozesses. Die eigene Rolle kann auch zum Beispiel darin bestehen, dass man wieder sich auf seine ursprünglichen Fachkompetenzen rückbezieht, weil das der Grund war, weshalb man überhaupt Führungskraft geworden ist. Man nimmt dann vielleicht eine fachliche Führung irgendwo in irgendeiner Weise noch wahr oder man wird tatsächlich so eine Art menschlich-disziplinarische Führungskraft. Bei mir ist es zum Beispiel so, in meiner Vorstandsrolle übe ich keine Personalführung mehr aus, das mache ich nicht mehr. Ich muss natürlich die Compliance- und Governance-Themen erfüllen, die einem in so einer Vorstandsrolle so zukommen. Und ansonsten, das klingt ein bisschen böse, das ist natürlich meine Gunst, habe ich den Freiraum, das zu tun, was ich glaube, am besten zu können. Na, ich lese, ich schreibe Artikel, ich bin auf solchen Vorträgen, ich bin als Agile Coach bei Unternehmen unterwegs. Aber operativ in der Organisation mache ich eigentlich nur noch recht wenig, ehrlicherweise. Zwischenzeitlich habe ich auch mal Software entwickelt, als ich daran Spaß hatte im Team. So, was sind denn so Handreichungen zum Thema Veränderung des Führungsverhaltens? Transparenz schaffen, sagte ich schon. Ne? Intransparenz ist ein Machtmittel. Und dieses Transparenz schaffen hilft schon im ersten Schritt, wenn ich das in meiner Führungskoalition tue. Dass ich ich muss ja noch nicht mal im Schritt 1 gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern transparent sein, aber wenn ich wenigstens gegenüber den Kollegen auf derselben Ebene transparent bin, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man in so typisch klassische Organisationen hineinblickt. Da versucht man gerne so die kleinen Häufchen unter den Teppich zu kehren. Das Bild hatten wir heute früh schon. Und des Weiteren, auch schon gerade eben erwähnt, das ist eine maßgebliche Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeiter überhaupt handlungsfähig werden in der Organisation, damit Selbstorganisation überhaupt funktioniert und Entscheidungsfähigkeit hergestellt wird, weil eben nur durch die Transparenz Kontextwissen hergestellt werden kann. So, regelorientiertes Arbeiten statt prozessorientiertes Arbeiten. Aufgabe der Führungskraft ist es, diese Regeln zu setzen
Oder gemeinsam, irgendwann hat die Organisation die Reife, auch diese Regeln gemeinsam partizipativ zu erarbeiten. Aber erstmal müssen sie in einem Grundszenario da sein und die Spielräume öffnen, innerhalb dessen die Teams agieren können. Und was wirklich super elementar ist, dass die Führungskräfte sich selber verdammt nochmal an die Regeln halten. Wenn sie das nicht tun, dann kann man die auch direkt wieder nehmen. Dann ist nur Papier schwarz gemacht. Also ich führe immer wieder Diskussionen von irgendwelchen E-Mail-Knickes, Kollaborationsregeln für die übergreifende Zusammenarbeit. Und die sind immer wahnsinnig ambitioniert, wenn die irgend so ein Team dann zusammenstellt. Und die sind aber dann in aller Regel so fern der tatsächlichen kulturellen Reife der Organisation, dass es wirklich ein Hub ist, sich daran zu halten. Und wenn noch nicht mal das Management das tut, das einfach knallhart ignoriert, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe das im Konzern mal erlebt, da war ich in einem Unternehmenskulturkreis drin, zusammen auch mit dem CEO. Und da haben gemeinsam dort einen E-Mail-Knigge ausgearbeitet. Und da stand drin, Man spricht den Kollegen, die Kollegin höflich an. So. Und er hatte, der CEO selber, der hatte einfach diesen amerikanischen Duktus, den ich persönlich überhaupt nicht mag, nämlich, dass man eine E-Mail beginnt mit dem Vornamen Komma. Das hat im Deutschen sowas Imperatives. Stefan Komma, dies und jenes brauche ich von dir. Ne? Also nicht Hallo Stefan, guten Morgen Stefan, Stefan Komma. Ne? Das hat er danach auch durchgezogen. Kein Wunder, dass der E-Mail-Knigge auch nicht irgendwie in irgendeiner Form Fuß fasst in der Organisation, wenn der Vorstandsvorsitzende es genauso vormacht. Delegation. Und da reden wir noch nicht mehr über agile Transformation, da reden wir noch über echte, so über Basics, würde ich sagen. Wenn man Entscheidungen an dem Punkt steht, wo man Entscheidungen wirklich bewusst in die Teams reingibt, dann sollte man den Teams so ein bisschen diesen Rückweg nehmen, dass sie einfach sozusagen aus Hilflosigkeit einem dann doch wieder die Entscheidung zuschieben. Das kommt natürlich, und es ist ja auch nur fair, wenn sie wirklich unsicher sind, wie sie mit dieser Entscheidung umgehen sollen, aber dann ist eben nicht der Weg, ich entscheide dann für die, weil das habe ich halt immer so gemacht, das ist auch der einfachste Weg, ist auch immer der schnellste Weg, dann fälle ich einfach die Entscheidung, sondern ich muss einen Weg finden, wie ich sie darin unterstütze, die Entscheidung tatsächlich zu fällen. Dazu muss ich aber auch entscheiden, muss ich auch verstehen, wie Entscheidungen funktionieren, auch in der, und zwar nicht nur für mich alleine, wie komme ich zu meinen Entscheidungen auf Basis welcher Kriterien, das habe ich typischerweise als mittlerer Management zu Genüge gelernt, einsame Entscheidungen zu fällen, sondern ich muss erklären, warum ich Dinge in irgendeiner Form entschieden habe. Das heißt, es werden nicht mehr nur Fakten präsentiert und Ergebnisse präsentiert, sondern Wege zu dem Ergebnis. Warum komme ich zu dieser Entscheidung? Ne, die Fähigkeiten, Entscheidungen zu beeinflussen, durch eine mittlere Führungskraft in einer agilen Organisation, wird aus meiner Sicht im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie gut er argumentieren kann. Ne, wie gut er erklären kann, warum seine Meinung die richtige ist. Ne, dann wird er auch weiterhin in seiner fachlichen Domäne derjenige sein, der ganz maßgeblichen Einfluss auf das Geschehen hat. Und was ganz wichtig dabei ist, ist auch das Thema, wie entscheide ich in der Gruppe? Ne, gerade wenn ich eine Führungskoalition bilde, sollte man ja auch gemeinsame Standards des Handelns dort entwickeln. Und dazu muss man eine Basis haben, wie schaffe ich das überhaupt in der Gruppe, das auszutarieren? Und dazu braucht es eine gewisse Erfahrung in partizipativen Entscheidungsverfahren. Und Konsens zum Beispiel ist häufig sehr schwer zu erzielen. Da helfen dann Konsensverfahren zum Beispiel, was wir sehr, sehr intensiv bei uns nutzen, ne, wo dann im Grunde genommen etwas als akzeptiert gilt, wenn es kein schlagkräftiges Gegenargument mehr gibt. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wirksam. Und man muss ein bisschen aufpassen, das habe ich auch schon erlebt, dass man nicht in so einer Partizipationsfalle endet, und weil man so häufig das Ergebnis iteriert, bis man dann glaubt, dass alle wirklich zufrieden sind, und diesen Punkt zu erreichen, ist wahnsinnig schwierig. So, Kommunikation. Das scheint so ein bisschen low-levelig, finde ich aber wichtig. E-Mail-Kommunikation. Gerade in großen Unternehmen habe ich die Wahrnehmung, dass die E-Mail-Kommunikation in hohem Maße kulturprägend wirkt. Die Leute sind gewohnt, solche E-Mail-Threads zu erzeugen, mit immer größer werdenden Verteilern, versuchen Konflikte über E-Mails zu lösen. Im Grunde genommen ist es ein sehr einfacher Schritt zu sagen, komm, weil das so aus meiner Perspektive so verbrannt ist, dieses Medium, gehen wir doch bewusst auf ein anderes. Gehen wir auf ein Medium, Chat, was die meisten Menschen
geübt sind, aus dem Privatumfeld zu nutzen, wo sie so, schon so einen gewissen Habitus haben, sind vor allen Dingen immer knapper, weil ich habe keine Lust, irgendwie 2 DIN-A4 Seiten Mails zu lesen. Und sie sind immer wesentlich gerichteter. Ne? Wenn du keine Gruppe aufmachst, dann hast du nicht unbedingt so eine riesen CC-Schleife. Wenn man dann auch noch einbringt, erfolgreich, dass man bitte das wirklich nur zum Informationsaustausch und nicht zur Vermittlung von Gefühlen, Diskussionen, also inhaltlichen Diskussionen oder im schlimmsten Fall auch noch wirklich Lösung persönlicher Konflikte nutzt, dann ist alles gut. Wobei, da muss man auch sagen, der Umgang mit den im Chat mit den Emojis, ne, da kann man drüber lachen, aber dadurch kann man sehr schön Emotionen reinbringen, was bei E-Mails nie so richtig gelingt. Ne, dadurch kann man eine schriftliche Aussage, die so ein bisschen spitz und picky erscheinen mag, sofort entschärfen, wenn man da einfach so ein lachendes Gesicht hintermacht. So, das ist auch der letzte Punkt, Meetings. Ja, das Führungsteam muss sich vertrauen, ihr kennt es auch, wir haben heute früh auch drüber gesprochen, Meetingschlachten. Ich bin bei uns nicht in allen relevanten Meetings dabei, wo Entscheidungen gefällt werden, weil ich davon ausgehe, dass die Leute, die da sitzen, vernünftige Entscheidungen fällen. Wenn ich das nicht tue, dann muss ich natürlich an jedem Meeting teilnehmen. Das ist aber auch ganz häufig ein Mechanismus, den man in klassischen Organisationen sieht. Dass einfach die Leute dabei sind, um zu verhindern, dass irgendetwas passiert, was ihre Domäne beeinträchtigen könnte. Ne? Einfach um dabei zu sein. Oder sie sitzen da, weil jemand anders ihnen gesagt, geh in das Meeting rein, weil ich wissen möchte, was da passiert. Super. Damit kriegt man natürlich einen Kalender gut gefüllt. Das heißt, mit anderen Worten, Meetings halt immer nur dann, wenn ich wirklich einen Beitrag zu einem Thema liefern kann. Und das kann ich als Führungsgruppe sehr gut vorleben. So, hier nochmal der Weg in der Zusammenfassung. Und die eigene Rolle hier unten, das möchte ich jetzt zum Abschluss, auch wenn das so ein kleiner Wermutstropfen ist, nicht verschweigen. Die eigene Rolle finden kann dann aber auch heißen, dass man die eigene Rolle außerhalb des Unternehmens findet. Habe ich auch schon erlebt, weil man für sich festgestellt hat, ich kann diesen Weg nicht in der Form gehen. Ich möchte sozusagen meine gewohnte Arbeitszeit beibehalten und das jetzt auch ohne jede Wertung. Dann ist halt im Zweifelsfall eine Organisation, die sich konsequent auf diesen Pfad gemacht hat, auch keinen Platz mehr für diese Arbeitsweise. Und dann ist es eine individuelle Entscheidung, ob man in der Organisation verbleibt oder sich verabschiedet. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Sache. Ich habe darüber auch mal einen Artikel geschrieben, den findet ihr hier. Und ich freue mich natürlich darüber, wenn wir in Kontakt bleiben. Auch von mir vielen Dank an dich, dass du da warst. Es gibt auch Fragen, vielleicht auch aus dem Publikum. Ich fange mal an mit einer, die relativ schnell hochgevotet wurde. Stichwort Führung auf Augenhöhe. Wie können Scrum Master bzw. Agile Coaches es schaffen, dass unsere Führungsrolle als mindestens so wichtig gesehen wird, wie die der, in Anführungszeichen, Fachexperten? Leider sind unsere Themen Kultur, psychische Sicherheit etc., welche weiche und nicht messbare Themen, also oft wertlos in den Augen der Geschäftsleitung. Bei uns gibt es genau diese geteilte Führung, Chapter Leads, Product Owner, Scrum Master. Ja, genau das Szenario kenne ich auch. Ich glaube, die Schwierigkeit steht eigentlich darin, dass auf der Führungsebene, die dann im Grunde genommen diese Wertabschichtung vornimmt, ne, dann im Zweifelsfall in dem Kontext wahrscheinlich sowas Geschäftsleitungsebenenmäßiges, dass dort die wesentlichen Grundkonzepte, wie man Probleme löst, noch nicht abschließend verstanden sind. Dass die meisten Probleme, gerade auch in der IT-Organisation, in aller Regel ja nicht technischer Natur sind, sondern eher sozialer Natur, also im sozialen Austausch verborgen sind. Und dass deswegen diese Bedeutung dieser Rollen besonders wichtig ist. Wir sprachen heute früh, der Kollege sprach von dem Löwenzahnansatz, dass es von unten hochkommt. Aus meiner Sicht braucht es ab einem gewissen Punkt einen Erkenntnisprozess auf dieser obersten Ebene. Ansonsten kommt halt der Typ mit der Hacke und jätet den ganzen Löwenzahn wieder raus, ne? Der halt die Hacke hat. Und wie man das aus der Organisation heraus einstellen kann, da muss ich ganz offen sagen, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, da braucht es einen Erkenntnisprozess und gerade in einer hierarchisch geprägten Organisation mit einer Geschäftsleitung, die hierarchisch denkt, die werden das wahrscheinlich eher von
externen Einflüssen aufnehmen als von ambitionierten Scrum-Mastern aus der Organisation. Es sei denn, da werden einfach sensationelle Ergebnisse erzielt. Dann vielleicht ja. Danke dir. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Hier vorne. Ja, hallo. Hallo. Meine Frage ist, in deinen Slides gab es das Thema, in der klassischen Ausrichtung habe ich eher Prozesse, in der agilen habe ich eher Regeln. Wo ist der Unterschied? Ja, das ist jetzt eine Nomenklatur, die habe ich jetzt für mich gewählt, die ist wahrscheinlich wirklich nicht selbsterklärend. Für mich sind Regeln etwas, die mehr Spiel, ist etwas, was mehr Spielraum lässt. Ne, die bewegen sich eher auf einer Metaebene. Ne, also Beispiel, wenn ich die, sowas, wir haben bei uns zum Beispiel die Regel, es werden alle Informationen veröffentlicht, die nicht aus juristischen Gründen geheim sein müssen. Ne, das ist die Regel. Dann brauche ich eigentlich keinen Prozess, der festlegt, wie Informationen veröffentlicht werden. Ne, aus irgendwelchen spezifischen Kontexten heraus. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Entwicklungsteam muss folgende Schritte durchlaufen, um ihre Ergebnisse in der Organisation zu veröffentlichen. Das brauche ich nicht. Ne, sondern die Regel steht oben drüber. Wenn das Team es nicht tut und auch nicht verdaulich tut, dann kann man das Team darauf ansprechen. Ne, und man kann versuchen, dann vielleicht noch zu sagen, okay, das ist auch ein wichtiger Punkt. Zweite Regel bei uns, es findet keine Dokumentation in Miro-Boards statt. Weil das ist eine absolute Informationshölle. Firmendokumentation findet man im Confluence. Fertig, aus Applaus. Alles andere gilt nicht. Und damit kommt man schon klar. Ne? Das ist aber kein Prozess. Das sind Regeln. Ja, hallo Stefan. Mein Name ist Ulrich. Und mich würde mal interessieren, es kommen immer ganz viele Fragen und Erwartungen hier an das Management. Und das könnte doch und würde doch und könnte die Geschichte ändern. Jetzt ist es ja selten so, dass ein Konzern und ein Vorstand da oben agil wird, sondern das hört ja irgendwo auf. Und ich erlebe dann oft, dass das mehr so wie Fußballtrainer auswechseln ist. Das heißt, der hat die Strategie bestimmt. Gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, wenn so ein Vice President oder Direktor in seinem Bereich agil arbeiten will, wie er an den Rest der Organisation, die sich ja nach oben hin weiter nicht ändert, gelungene Verbindungen schafft, sodass er nicht so schnell ausgetauscht wird? Also ich kenne diese Rolle. Das ist eine äußerst schwierige Rolle. Und zwar, die funktioniert aus meiner Sicht nur dann, wenn man so leicht schizophrene Züge hat. Du musst nämlich tatsächlich dann ins Konzernumfeld hinein das klassische Spiel spielen und in deine Organisation hinein die Werte und Haltungen vermitteln, die du hast. Und das ist nicht ganz einfach. Aber das funktioniert durchaus. Sehr hilfreich ist es dabei, dass man, wenn man vielleicht selber aus einem Konzernumfeld ursprünglich kommt und dann sich aus irgendwelchen Gründen zum Überzeugungstäter in der Agilität wird, weil dann kennt man halt die Spielereien, die im Konzern gespielt wird. Da weiß man, welchen Fallen man ausweichen muss in der Konstellation. Aber das ist, ich bin der festen Überzeugung, am Ende funktioniert es nur dann, wenn auf der obersten Führungsebene tatsächlich zumindest ein tieferes Grundverständnis da ist. Ne? Und das dort zu multiplizieren gegen Widerstände, tradierte Meinungen, Laufzeiten von Verträgen, ist wahnsinnig schwierig. Eine letzte Frage würde ich noch machen, die geht bestimmt auch ganz schnell. Ja. Hast du 3 gute Tipps, wie Führungsrollen den Mitarbeitenden eine Tür öffnen können, um erste Schritte in der Verantwortungsübernahme ausprobieren zu können? 3 gute Tipps. Ja, das ist, kann man kurz beantworten. Ja, aber auch bestimmt lang, ja. Ja. Nee, also der erste Tipp, der mir spontan einfällt, ist tatsächlich die bewusste Rückdelegation, aber nicht die Rückdelegation mit alleine lassen, sondern die Rückdelegation mit, komm, lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir diese Entscheidung fällen können. Schritt 1. Schritt 2. Bleibe ich bei, das ist mein Mantra, so wie die Auftragsklärung im Vortrag vorher das Mantra war, das ist die Transparenz. Sei transparent in dem, was du tust, ne, weil die Leute schöpfen Vertrauen, wenn du Dinge preisgibst, von denen sie merken, dass du ihnen etwas zutraust, dass sie vernünftig mit dieser Information umgehen können. Und das Dritte ist, zeige deutlich, dass wenn ein Problem aufkommt, du dich als Teil des Problems
siehst und auch genauso als Teil der Lösung. Das heißt, du aktiv deine Hilfe anbietest und nicht sagst, hier komm, bis morgen, bitte gelöst das Thema, sondern wirklich mit reingehst und unterstützt. Jetzt nicht im Sinne eines Micromanagements, aber in der Form, dass die Leute sich getragen fühlen in der Situation. Super, vielen, vielen Dank. Danke nochmal für deinen Vortrag, auch von uns. Für dich darfst du dir aussuchen, wohin wir in deinem Dankeschön. Namen spenden. Wir haben jetzt die Pause etwas verkürzt, aber um 12.10 Uhr geht's hier und in allen anderen Sessions wieder weiter. Viel Spaß euch und vielen Dank, dass du da warst. Danke.